Hi, hier ist Affinity Jack und heute zeige ich euch einige Methoden, wie man unerwünschte Objekte aus einem Bild entfernen kann. Das ist ein Foto von der Museumsinsel in Berlin und hier sind viele Dinge drauf, mit denen ihr vielleicht auch zu tun habt, die man gar nicht drauf haben will, wie zum Beispiel Baukran oder das hier rechts, das finde ich jetzt auch nicht so spannend. Und so ist schon der erste Tipp, was gar nicht auf dem Bild drauf ist, muss man auch nicht entfernen. Insofern wird jetzt hier einfach mal das Bild zuschneiden, dass dieser Bereich hier nicht mehr drauf ist. Gehe also auf das Zuschneidewerkzeug und standardmäßig kommt eigentlich uneingeschränkt. Das heißt, man kann es anfassen und zuschneiden, so wie man möchte. Ich möchte aber, das habt ihr gerade gesehen, ein selbstdefiniertes Verhältnis nehmen. Und dann wird er dieses Seitenverhältnis genauso weiter benutzen. Jetzt werde ich also hier von dem Uninteressanten das einfach schon mal wegschneiden. Weiterhin ist das Bild schief. Das sieht man hier auch an dieser Kante. Und da gibt es die Möglichkeit, das zu begradigen. Man kann auf das Begradigen-Tool gehen und jetzt nehme ich jeweils den höchsten Punkt einer Brücke und dann wird das Ganze gerade gerückt. Eventuell muss man hier nochmal an den Kanten, damit man keine weißen Bereiche hat, neu nachjustieren, bestätige das und habe jetzt ein neu zugeschnittenes Bild. Die zweite Sache ist, was hier so als schwarze Punkte erscheint, sind in Wirklichkeit Vögel, die jetzt hier aber ein bisschen störend sind. So, ich mache jetzt mal eine neue Ebene, damit man später Vorher-Nachher-Vergleich sieht und gehe jetzt mit dem Restaurationspinsel einfach auf diese Vögel drauf. Und schon sind sie weg. Ich zeig's mal. Was jetzt noch augenfälliger ist, ist, dass der Fernsehturm schief steht. Das ist nicht der schiefe Turm von Pisa, der steht gerade. Das hat was mit der Verzeichnung vom Kameraobjektiv zu tun. Und die möchte ich jetzt aber gerade rücken. Muss man ein bisschen mehr machen, ist aber auch nicht so schwer. Ich erstelle erstmal eine Auswahl darum. Dazu nehme ich ganz gerne das Stiftwerkzeug, fahre hier unten am Brückengeländer entlang und ziehe dann einfach ein paar Punkte um den Fernsehturm herum. Wenn ich die ersten und letzten miteinander verbinde, habe ich eine Form. Wenn ich jetzt auf Auswahl gehe, wird aus dieser Form eine Auswahl. Und jetzt möchte ich mir diese Auswahl retten, also kopieren. Dazu klicke ich jetzt Command und J. Und wie man sieht, ist das Ganze jetzt auf einer neuen Ebene. Die brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich gehe also wieder auf diese Originalebene. Und jetzt möchte ich das Ganze entfernen, damit ich den anschließend gerade rücken kann. Und dazu gibt es unter Bearbeiten, Füllung, die Option In Painting. Und schon ist er weg. Wähle die Auswahl ab. Gehe jetzt auf das, was ich mir vorher kopiert habe. Denn in Wirklichkeit ist er ja da. Und kann den mir jetzt gerade rücken. So, und schon ist er gerade. Jetzt stimmen die Kanten nicht so ganz. Es geht ganz schnell, indem ich hier eine Maske drauflege, mir einen schwarzen Pinsel nehme und so ein bisschen drüber fahre. Dann sind auch diese unschönen Kanten weg. Und der Fernsehturm steht gerade. Jetzt habe ich hier diesen Baukran, den möchte ich auch ganz gerne entfernen, möchte aber bezweifeln, dass es in der gleichen Methode funktioniert. Ich probiere es aber mal, habe hier also wieder den Stift angewählt und werde mir jetzt wieder so diese Kanten so schützen. Das ist eigentlich der Grund von dem Ganzen. Jetzt so rangehen, verbinden, eine Auswahl erstellen und jetzt wie eben gehabt, Füllung und In-Painting, habe ich es mir schon gedacht, funktioniert nicht so richtig. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben ja noch mehr Werkzeuge. Und zwar würde ich jetzt hier auf das Klonen-Werkzeug gehen. Dann wählt man sich hier einen Punkt aus, den man kopieren möchte mit der Alt-Taste. Klickt einmal drauf und kopiert sich diesen Punkt hierher. Ich wähle die Auswahl mal ab. Gehe wieder in die Originalgröße und schon ist der Baukran verschwunden. Jetzt stört mich noch dieser Baukran und dieser Bauzaun hier rechts. Und da kann ich aber auch mit dem Klonwerkzeug arbeiten. Also ich zoome es mir mal ran
und würde jetzt auch dieses Geländer mit einer Auswahl schützen, indem ich hier einfach mal kurz eine Linie ziehe, die jetzt auch gar nicht so präzise sein muss. Mache also eine Auswahl, kehre diese Auswahl um und kann jetzt wunderbar mit dem Klonstempel hier rangehen. Also, da gar nicht so schwer, weil hier alles ziemlich milchig gleich aussieht. Wähle mir eine Quelle und kann hier jetzt nichts mehr kaputt machen, weil ich das geschützt habe. Wähle mir also immer wieder einen leicht anderen Punkt. Und entferne somit, kann ich die Auswahl wieder abwählen, die störenden Bereiche. So, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen, denn mit diesen störenden Objekten wird jeder irgendwann mal zu tun haben. Und es ist gar nicht so schwer, diese zu entfernen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Affinity Jack.